Möchtest du wissen, welche kosmischen und irdischen Energien gerade für uns unterwegs sind? Dann herzlich willkommen zu meinem aktuellen Energievideo. Heute wieder früh am Morgen, kurz gekämmt, umgezogen und zack, hier bin ich. Ungeschminkt im wahrsten Sinne. Ich erzähle über die aktuellen Sonnenstürme, sehr krass, über die super krasse Schumann-Frequenz, meine Vision dazu, meine Gefühle, was es mit uns macht, für uns macht. Und es gibt am Ende wieder Engelkarten. Es ist ein kurzes, knackiges Video. Immerhin haben wir Sonntag. Aber ich möchte auf jeden Fall dieses Update für euch machen. Ich weiß nicht, wie es euch ging in der Nacht. Ich möchte jetzt bitte auch keine Jammer-Kommentarliste aufrufen, sondern ich freue mich immer, wenn ihr Kommentare schreibt. Finde ich ganz, ganz großartig. Aber bitte nicht gegenseitig bejammern. Also, ich hatte gestern ein Video gemacht zum Thema Mitgefühl statt Mitleid. Und ich bin sehr glücklich, dass meine Community immer mehr in Richtung Mitgefühl schwenkt. Also ich weiß, erinnere mich noch vor 2, 3 Jahren, wenn einer geschrieben hat, oh, ich habe so schlecht geschlafen, dann gab es 25 Kommentare, du Arme, oh Gott, und ich habe noch, mir ging es noch schlechter. Ja, die Menschen können das sehr, sehr gut. Wenn einer sagt, ich bin krank, ist der andere noch kränker. Also, es geht nicht, aber es war schon knackig und es ist knackig. Sowohl die aktuellen Sonnenstürme, die auf die Erde treffen, als auch unsere Schumann-Frequenz, der Herzschlag der Erde, sind gerade ein Spiegelbild zu dem, was in Europa passiert. Also auf dem europäischen Kontinent. Es ist auf der ganzen Welt sehr, sehr turbulent. Aber na klar, wir sind im deutschsprachigen Raum natürlich sehr stark mit Europa verbunden und hier ist gerade wirklich genauso viel los wie seitens der kosmischen und irdischen Energien. Ich hatte das im letzten Video ja schon angekündigt zu den aktuellen Energien, dass ein Sonnensturm beginnt. Gestern hatte ich schon ein kleines Screenshot überall verteilt in meinen Social Medias, damit diejenigen, die intensiv darauf reagieren, gewappnet sind. Und wie immer gilt, die einen fühlen sich von den Energien total gepusht, sind voller Tatendrang und genießen diese Welle. Und die anderen möchten sich einfach ein tiefes Loch graben und einen Deckel drüber machen. Im Moment gehöre ich zur letzteren Version, denn meine Nacht war nicht wirklich lang und meine Allergie, also wir haben hier gerade Explosion von Blüten, was ich wunderschön finde, aber meine Augen und meine Nase nicht so sehr. Ich hoffe, dass meine Allergie bald mal in Rente geht. Das manifestiere ich jetzt seit vielen Tagen. Und ja, also ich spüre es sehr, sehr stark. Es macht sehr viel mit mir. Und ich möchte dich, ich möchte euch einfach darauf hinweisen, es ist sehr intensiv gerade. Und diese Energien, die sowohl aus dem Herz der Erde kommen, die massiv sind. Ich beobachte das ja immer und ich gebe ja nur die Videos raus, wenn es wirklich streng ist. Und jetzt ist es enorm, ja. Und manchmal ist es nur die Schumann-Frequenz, manchmal ist es nur ein Sonnensturm. Und heute kommt alles zusammen und das seit eben schon 24 Stunden. Und es ist absehbar, dass es vielleicht noch bis morgen anhält und dann noch Auswirkungen hat. Also, wenn du Hilfe brauchst, wenn du dich nicht wohlfühlst und das angeflogen kommt und du überhaupt nicht weißt, woher das jetzt kommt, dann liest dir bitte meinen Blogbeitrag durch. Da habe ich ganz, ganz viele Tipps unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie du dich da beruhigen kannst. Bachblüten, Globulis, viele, viele andere Tipps, die ich auch dann jedes Mal nutze. Also lade ich dich ein, schau in diese Liste, die ich extra auch immer wieder vervollständige, wenn ich tolle Tipps bekomme, was ihr so macht und die noch nicht drinstehen, dann ergänze ich diese Liste. Also sie ist mittlerweile seit vielen Jahren gewachsen und ich hoffe, sie hilft dir. Was in solchen Zeiten extrem wichtig ist, dafür habe ich mehrere unterschiedliche Meditationen gemacht. Also schon vor vielen, vielen Jahren habe ich eine Meditation namens Sonnenwind gemacht, die einfach den Körper durchlässig machen, damit wir nicht die Welle frontal abbekommen, sondern damit wir durchlässig sind und diese Energien durch uns durchströmen lassen. Das Kommen können wir nicht verhindern,
die Aktion selbst auch nicht, aber wir können unsere Reaktionen darauf verändern. Ja, also klar, wie ich vorhin beschrieben habe, die einen sind super gut drauf, die anderen genau das Gegenteil. Aber wenn man sich eben unwohl fühlt, dann ist es ganz wichtig, sich durchlässig zu machen. Die ganzen Verhärtungen, die ganzen Abschottungen, die massiven Abgrenzungen aus Angst, Sorge und so weiter zu öffnen und zu sagen, das darf jetzt durch mich durchfließen und ich lade dich ein, das ist das, was ich fühle mit diesen Energien gerade, dich wieder mal durchpusten, durchreinigen zu lassen. Gerade jetzt sind im Feld wieder mal, ist jetzt nichts Neues, aber jetzt noch mal ins Extrem hochgepusht, diese schrecklichen, dunklen, angstvollen Emotionen. Und gerade die Menschen, die gerne dienen, die gerne helfen, saugen diese Energien bewusst oder unbewusst wie ein Schwamm auf. Und dann ist so ein reinigender Sturm grandios, um das wirklich aus dem eigenen Feld, aus der Aura, aus den Zellen rauspusten zu lassen. Und da lade ich dich zu ein. Probier es aus und spüre, wie sich dein Körper verändert, wenn du ihm die Chance gibst, das wirklich durchputzen zu lassen. Das Gleiche gilt für die Erdenergie. Also ich mache diese Bewegung, meine Handbewegungen, weil ich die Energien eben so spüre, wie ich sie dann mit meinen Händen darstelle. Ja, ich rede auch mit meinen Händen und meinem Körper und meiner Mimik. Die Erdenergie, die eben in ihrer starken Schumann-Frequenz aus dem Erdinneren wirkt, hilft uns auch oder erinnert uns vor allen Dingen daran, dass sie uns erden. Also sie hilft uns dabei, dass wir unsere Wurzeln tief, tief, tief ins Herz der Erde leiten können, damit wir eben wie ein Baum stabil sind, kraftvolle Wurzeln in die Erde. Und wenn ihr wollt, und das ist ja jetzt auch eine Zeitqualität, helfen beide Energien dabei, uns so durchzureinigen, dass wir uns auch noch besser für die göttlichen Impulse öffnen können. Ja, wie auch immer ihr das nennt, Channeln oder Akasha-Reading oder Lesen im morphogenetischen Feld. Es gibt so viele Begriffe für eine einzige Sache, nämlich eben, dass wir uns für die Impulse öffnen, die jenseits unseres Verstandes da sind. Ja, dass unsere Intuition versteht, was macht das alles gerade mit mir, dass wir besser einordnen können. Aha, das sind fremde Energien, das sind meine alten Emotionen, das kann ich jetzt tun, um diese alten Emotionen zu transformieren und endlich wieder noch mehr Licht in mir zu erlauben, mich für noch mehr Licht und noch mehr Kraft und noch mehr Macht in meinem eigenen Leben zu öffnen. Meine eigene Macht quasi wieder mal aufzupolieren. Das sind für mich die Qualitäten, die jetzt diese extrem starken Stürme und Frequenzen für uns haben. Was dann immer einhergeht, ist, dass die sowieso schon seit 2 Jahren parallel zum Weltgeschehen die ganzen Überschwemmungen, also die ganzen Naturkatastrophen, wir nennen es Katastrophen, aber es sind einfach nur Ereignisse, die ganzen Naturereignisse, Vulkanausbrüche, unterseeische Beben, Sturmfluten, Hurricanes. Es gibt natürlich da auch Jahreszeiten, dann klar, dann ist das dieses Naturereignis saisonal sowieso aktiv, aber das hat sich in den letzten 2 Jahren sehr stark verändert. Wir erleben den Klimawandel, den alle so prognostiziert haben, gerade am eigenen Leib. Und das wird eher stärker statt schwächer. Und darauf reagiert die Kruste der Erde sowieso. Sie reagiert auf die Sonnenstürme mit extremem Wetter und sie reagiert auf die Schumann-Frequenz mit extremem Wetter. Alles hängt zusammen. Alles ist miteinander im Fluss, reagiert aufeinander, so wie wir Menschen aufeinander reagieren. Ja? Und deshalb möchte ich dich einfach daran erinnern, bleib ruhig, reite die Welle, ja? Lass die Emotionen vorbeiströmen von den anderen Menschen und lass deine eigenen alten Emotionen los. Dafür ist die Welle super. Und wenn es sein soll, halte ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn nochmal das Ganze zunimmt, ja,
dann schaue ich mal, dass ich vielleicht noch ein Channeling mache. Und ich möchte jetzt endlich, wenn es dann nichts mehr zu erzählen gibt, meine erste Kunstmeditation mal posten oder online stellen, weil ich so neugierig bin auf eure Kommentare. Zum Abschluss jetzt nochmal Engelkarten, die übrigens leider im Moment immer noch ausverkauft sind. Wir sind unter Hochdruck dabei, sie neu produzieren zu lassen, aber im Moment gibt es so viele Firmen, die geschlossen sind wegen dieser ganzen Katastrophen. Es ist nicht leicht. Ich habe aber noch, ich glaube, 10 Kartensets da. Wenn es ganz drängend ist, schreibt mir über meine Webseite, findet ihr unten mal eine E-Mail und dann kann ich euch sagen, ob ich noch Kartensets hier habe, die ich euch dann auch gerne verkaufe. So, jetzt aber. Also, Engelkarten. Okay, zwei. Eine für den Körper, eine für den Geist. Okay. Ein Engelimpuls für den Körper. Eine für den Geist. Der Engel des Selbstwertes für den Körper. Dein Körper möchte sich wertvoll, wertgeschätzt fühlen. Er möchte gesehen werden. Dein Körper möchte, dass du dich nicht durch das Außen davon ablenken lässt, dass dein Körper Liebe braucht, Zuwendung, gutes Futter und gute Gedanken, ja? Also fühle dich und deinen Körper als wertvoll. Ja, es sollte absolut natürlich sein, dich wertvoll und liebenswert zu fühlen. Und heute möchte dieser Impuls eben über deinen Körper gespürt werden. Wir haben Sonntag, also mach etwas Schönes für deinen Körper, ob du ein schönes Bad nimmst oder dich mit einer duftenden Creme eincremst, ob du mal eine schöne Gesichtsmassage machst, ja, ein Peeling oder einfach deinen Körper bewegst und dabei deinen Wert fühlst. Du wirst spüren, dass dich das in deiner Energie richtig anhebt und dir viel, viel Kraft gibt und auch dadurch viel mehr emotionale Stabilität. So, Engel für den Geist. Schön. Der Engel des liebevollen Zuspruchs. Du bist wundervoll. Ja, das ist ein super Team, der Engel des Selbstwertes und der Engel des liebevollen Zuspruchs. Also, lad beide Engel ein, dass dein Ego, das vielleicht jetzt gerade Amok läuft wegen der Ereignisse und wegen der Energien, dein inneres Kind, dein ganzes Sein spürt, du bist wundervoll, du bist gesegnet, du bist geliebt, du bist beschützt. Und daran wird nichts im Außen etwas ändern können. Das Göttliche ist immer da. Es ist auch in Kriegszeiten da, es ist auch in Pandemiezeiten da, es ist immer da. Immer, immer. Und erinnere dich bitte daran, dass alles hier ist eine große Illusion. Du wolltest als Seele eintauchen in diese Illusion. In dieser besonderen Zeit, der Zeit des Chaos, des Wandels, des Aufstiegs. Und jeder Moment, in dem du dir die Chance gibst, das Gute, Wahre und Schöne zu sehen, das es immer gibt und das es überall gibt, wirst du es wahrnehmen. Wirst es annehmen können, daran wachsen und dein Leben damit glücklicher gestalten können. Das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Ganz viel Liebe zu dir. Ich freue mich auf die Kommentare. Ich wünsche dir eine kraftvolle, stabile Zeit. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Bis bald, deine Sonja Ariel. Ciao.